Jede Minute muss ein Creeper in Fortnite unbindet werden. Ey, ist das unfair, ne? Was ist das denn? Dabei treten 5 YouTuber gegeneinander an. Doch wer schafft es nach 14 entfernten Keybinds den Win zu holen? Bevor es aber jetzt mit dem Video losgeht, vergesst natürlich nicht, jetzt kostenfrei diesen Kanal zu abonnieren, denn über 85% der Leute, die dieses Video hier sehen, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und für den maximalen Support würde es mich freuen, wenn ihr im alten Shop Creator Code Zeronix eintragen würdet. So, und damit bin ich drin in meiner eigenen Challenge. Pro Minute einen Keybind entfernen. Sobald ich abspringe, geht der Counter hier los. Ich würde sagen, 3, 2, 1, ich springe einfach ab. Counter geht los. Ich weiß noch nicht, wo ich lande. Wo landen wir jetzt eigentlich, ist die Frage. Ich würde sagen, einfach mal hier runter zu der Station. Das ist es einfach. Das erste, was ich entfernen muss, ist einfach eine Treppe und die muss ich in 50 Sekunden schon entfernen. Das heißt, in 50 Sekunden können wir gefühlt gar nicht mehr fallen, weil ich einfach gar keine Treppe platzieren kann und gar nicht mehr hochkommen kann, außer mit dem Klettern. Perfekt an der Stelle. So, falls ein Gegner mitkommt, sollten wir den relativ früh fallen und es kommt ein Gegner tatsächlich mit. Wir sind heute dabei. Ich bin ultra gespannt, wie gut ich spielen kann. Meine Reihenfolge startet damit, dass ich zuerst nach links moven, direkt bevor ich in die Runde gehe, einmal entfernen muss. Ich bin Rubix, ich bin auch dabei. Und wir gehen rein in Zeronix Video. Jede Minute ein Keybyte entfernen. Und ihr seht schon, ich spiele eigentlich auf Controller normalerweise. Ihr solltet das ja, glaube ich, wissen. Aber heute drehe ich den Spieß um. Heute wird auf Maus und Keyboard gespielt. Und das Ziel ist es jetzt einfach zu rasieren. Okay, die Minute startet, wenn wir im Bus sind und wir machen direkt mal ein Bein weg, nämlich wir machen nämlich keine Treppe verwenden. So, meine Freunde, wir sind jetzt in der Runde drinne und wir müssen jetzt darauf achten, dass wir direkt, wenn wir gelandet sind, unseren ersten Keyboard entfernen und zwar ist es direkt kein Boden mehr verwendet. Das ist ziemlich natürlich eine große Beeinträchtigung beim Bauen, aber ich habe erstmal einen relativ ruhigen Landing-Spot rausgesucht. Das ist einfach jetzt schon weird, ich kann nur gerade nach rechts laufen. Oh, ich muss jetzt jedes Mal die Maus nach links drehen. Okay. Oh mein Gott, mein Aim. Ja, let's go. Deluxe Dixo. Mit einem Revolver wurde es geholt, mein Besser. Mit einem Revolver. Let's go, wir haben hier ein BG. In 18 Sekunden muss ich meine Treppe auch schon wieder entfernen. Gib mir ein bisschen Loot, gib mir ein bisschen Loot. Eine Pump. Ich weiß, dass irgendwann auch die Challenge kommt, dass man keine Spitzhacke mehr verwenden kann. Das heißt, wir müssen wirklich so schnell es geht schon mal ein paar Mets farmen. Weil ansonsten werden wir ein ganz, ganz großes Problem haben. So, wir gehen aber jetzt erstmal hier hoch. Dann mit das nochmal weiter. Ein paar Flowberries hier nochmal. So, und eine Minute ist um. Wir müssen die Treppe jetzt einmal hier rausmachen. Treppe, 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 Treppe. Die Treppe ist raus. Let's go. Ab jetzt startet die eine Minute. Wir gehen jetzt Classy. Alte Classy. Das ist mein Main-Spot. Aber ich bin ein super Profi im Abbau. Das heißt, fighten muss ich eigentlich gefühlt gar nicht. Ich sag jetzt, die sind jetzt schon 30 Sekunden rum. Ich bin noch nicht mal gelandet. Ich muss dann gleich meinen nächsten Keeper entfernen. Das in dem Fall gucken. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind angekommen, weil jeder hat Respekt vor uns. Jeder weiß das. Jeder hat meine Aura gespürt. Deswegen sind wir angekommen. Let's go. Also looten wir mal ganz quick. Jetzt kann ich noch Kills machen. Jetzt sind hier noch nicht so viele Keybinds raus. Später ist das natürlich bisschen schwieriger. Ich drück die ganze Zeit trotzdem. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich drück trotzdem die ganze Zeit die Taste. Es passiert halt einfach nichts. Eine Minute ist schon rum. Ich muss die nächste Taste entfernen. Okay, als nächster ist dran. Wir müssen jetzt nicht mehr editieren. Ach, ich wollte mit meinen Edits flexen, aber okay. So, gib mir das hier kurz. Vielleicht hole ich noch einen Kill. So, lass mal gucken. Das sind Bots. Aha. Hallo. Ach, Bruder, ich krieg keinen Kill hin, ne? Okay, das nächste, was ich in 30 Sekunden rausmachen muss, ist einfach nachladen. Das heißt, ich muss meine Waffen am besten immer leer schießen, weil dann laden die wenigstens von alleine nach. So, aber jetzt haben wir hier erstmal gar keinen Gegner mehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Wir haben schon mal einen relativ okayen Loot für den Anfang. Ein paar Mets sollten wir noch farmen, weil ansonsten haben wir ein paar Probleme in den Buildfights dann. Jetzt muss noch einmal Ducken weggemacht werden. Das könnte, glaube ich, das größte Problem werden, dass ich einfach nicht die Beins finde. Ach, Bruder, aim wirklich aus Uganda, ne? Ich schwör's dir. So, ich muss meinen nächsten Keyboard entfernen, und zwar ducken. So, wir gehen rein, zack, zack. Ducken, 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 ducken. So, ducken entfernen, Stabilität, so. Hier ist mal drin, oh mein Gott! Oh, Digga, ich hab voll einen Jumpscare bekommen. Aber egal, den haben wir auf jeden Fall dead. Und somit können wir jetzt auch, ja, eine Kohle kann ich noch bauen, sehr stark. Können wir uns erstmal das hier noch gönnen. Und jetzt, ich muss gleich schon den nächsten Keyboard entfernen. Das ist alles ein bisschen stressig hier. Also, ich glaube, dadurch, dass es halt immer eine Minute ist, entfernt man schon sehr viele Keybytes auf einmal. Und dementsprechend muss ich mich darauf einstellen, heute wirklich mit dem Handicap zu spielen. Ich versuche auf jeden Fall, mir einiges an Rotation mitzunehmen. Vor allem das Jetpack ist ja in dieser Season sehr, sehr geil. Das Jetpack, nicht das Jetpack. Damit ich dann auf jeden Fall schnell von A nach B komme, ohne dann beeinträchtigt zu sein. Ich kann ja auch nicht in die eine Richtung laufen. Ducken kann ich auch nicht mehr. Ich muss das nächste direkt wegmachen. Das ist in dem Fall Sprinten. Bisschen Stein hier ist auch gut. Und jetzt ist die zweite Minute auch rum. Und das bedeutet, nachladen muss ich jetzt entfernen. Ich würde sagen, ich baue mich dafür einmal kurz hier ein. Einmal kurz runter, wo es nachladen. Und damit ist Nachladen jetzt auch raus. Ey, Bro, es ist komisch, ne? Ich hab ihn. Oh mein Gott. Ey, ich kann nicht nach links moven, Bro. Ach du Sch. Okay, ich hab's aber geklärt.
let's go. Okay, und den nächsten Keybind muss ich entfernen. Here we go. Sprinten entfernt. Was ist Sprinten bei mir? Nein, 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 warte, da kommt einer. Als nächster ist dran, ducken. Springen? Okay, das ist krass, Bro. Springen entfernen ist krass. Ich sag ehrlich. Ja, das war's. Am besten setze ich mich jetzt einfach ein Auto und lass es gut sein. Auto kann ich aber noch boosten, das ist wichtig. Noch halbe Minute, bis ich den nächsten Bein entfernen muss. Bro, ich kann direkt eigentlich jetzt nur mehr in irgendein Haus campen und mein Sigma-Leben chillen. Oh mein Gott, Jetpack ist, glaube ich, wichtig. Ich weiß aber nicht, wie das auf Keyboard funktioniert. Ich hab ihn gesch***t, Alter, wie ein Macher. Let's go. Ah, da ist auch ein Gegner, das könnte mein erster Feind werden. Jo. Wirklich Krise. Ich fühle mich gerade wie so Autoscooter. Du kommst an den Rand nicht raus. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich komme irgendwie alle nicht raus und ich kann ja auch keinen Boden placen. Oh, ich hab's geschafft. Oh! Oh! Ja! Ich kann in die eine Richtung immer noch nicht laufen. Okay, weiter geht's. In 15 Sekunden muss ich editieren. Okay, das war's. Editieren ist gleich auch weg. Das war's hier mit meinen allen Bildfiles, mit meinen ganzen Files, die ich hier vorhatte. Können wir alles vergessen. Wir können gleich nicht mehr bauen. Wir können gleich nicht editieren. Wir können hier einfach gar nichts mehr gleich. So, wenigstens bekommen wir hier nochmal eine Doom-Chest von Fortnite. Also auf Gönner-Basis. Hier ist einer. Und ich habe noch 20 Sekunden. Soll ich den Fight eingehen? Hallo, wie geht's dir, mein Bester? Danke für den Biggie. Oh, wir haben nicht mal Blue Life. Oh mein Gott, 10 Sekunden. Ja, ich muss hier weggehen. Ich muss da irgendwo campen. Ich muss auch schon den nächsten Feind entfernen. Ich darf nicht mehr nach hinten laufen. Okay, alles gut. Alles klar, BH. Wer bist du, Alter? Jetzt ihm alleine, Bro. Okay, wir können nicht sprinten, wir können nicht nach links laufen, wir können nicht stunken. Das sind die drei Handicaps. Aber Bro, komm, können wir noch? Ey, Bot, ne? Irgendein Bot ist hier bei mir. Okay, alles gut. Okay, 15 Sekunden sind um. Wir können jetzt auch nicht mehr editieren. Gebäude bearbeiten, auch raus. Das war's auch an der Stelle mit dem Editieren. Nee, geht nicht. Wir müssen klettern. Ich werde erstmal auf jeden Fall Richtung irgendwo Gegner gehen. Wobei, ich will die OP-Chest haben. Ich töte mal hier die schnelle Welle. Wo ich bisher noch das Zeug dazu habe, werde ich die auf jeden Fall mal versuchen zu eliminieren. Weil ich muss auf jeden Fall daraus ein Jackpack bekommen. Ich muss direkt mein nächstes Slot entfernen. Und zwar ist es, ja, es ist halt ducken. Ich kann nicht springen, ich kann nicht mehr ducken. Ja, das war's halt, ne. Als nächster ist dran, Inventarslot entfernen. Oh mein Gott, Inventarslot entfernen. Medikit weg da. Ah, wir haben einen Kill geholt schon. Das ist wichtig, im Top 40. Aber mit dem Auto kann ich das ganz gut tanken. Ich glaube, das Auto ist sogar eine gute Taktik, das Ganze ein bisschen zu verschleiern, dass ich nichts machen kann. Als nächstes darf ich nicht mehr meine Pickaxe nutzen. Okay, keine Spitzhacke mehr. Das wird jetzt zum richtigen Problem. Ich nutze jetzt einfach nur noch das Auto. Wieso sollte man aber auch in vorne editieren, oder? Das wäre auch ein bisschen zu viel. Wir können keine Treppen bauen, wir können nicht editieren. Und wir haben auf jeden Fall hier vorne erstmal einen Gegner. Oh nein, okay, wartet. Wir müssen kurz überlegen, wie wir ihn pushen. Eine Minute geht weiter, ich fighte den Typen. Ich kann nicht mal Edit machen. Nein, ich fasse es nicht. Okay. Es leben noch 50 Leute. Eigentlich brauchen wir, müssen eigentlich Zero Bild spielen, weil was soll ich machen? Aber ein Sigma kann auch ohne ein Baumenü gewinnen. Also ducken zu entfernen ist wirklich krass und das ist ein Gegner. Oh, der hat, okay. Der war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Was mit denen hier? Warum gucken die alle da irgendwie Himmelsrichtung? Okay. Wir gönnen uns die Chest hier. Und ja, wir kommen auch gar nicht mal so gut nur da raus. Aber ist egal, nehmen wir mit. Hier hoch. Rein. Jetzt kommt noch einer. Okay, wir haben ein Problem. Nee, ich kann ja nicht editieren. Okay, ich habe 4 Shots. Ich kann nicht editieren. Ich kann aber auch nicht nachladen. Okay, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ducken. Das war's. 40 Minuten ist auch rum. Wir können uns nicht mehr ducken. Aber irgendwo ist hier auf jeden Fall ein Gegner. Ich kann nicht nach links laufen. Ey, ich bin tot, Digga. Nein. Er ist so schlecht. Ach du Kacke, unfassbar. Okay, ich muss meinen nächsten Bite entfernen. Vorne ist einer. Fahr den einfach um. Komm schon. Ah! Oha! Wir haben 17 Schuss. Maybe ist das eine Taktik. Ich verschieße jetzt alles und es lädt automatisch nach. Wie wäre es, wenn der Gegner uns mal pusht? Ich würde mal was davon halten. Anstatt, dass er hier die ganze Zeit oben chillt. Noch 5 Sekunden. Ja. Nächste ist nicht mehr scopen. Wir dürfen jetzt nicht mehr zielen, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, Digga, was geht denn hier jetzt ab? Nach hinten move. Warte, WASD. Nenn das nach rechts, rückwärts hier. Okay, mach weg. So, den nächsten Slot müssen wir entfernen und zwar ist es diesmal... Nicht mehr editieren. Das ist krass. Also nicht mehr editieren ist halt krass, ne, sag ich ehrlich. Ich schieß nochmal zweimal, weil wir haben ja gerade gleich keinen Schuss mehr. Er will mich echt nicht fighten, ne? Perfekt, wir müssen jetzt auch den ersten Inventarslot entfernen. Kann er denn keine... Nein! Und ich sterbe in den Top 32. Ey, mal schauen, wie es bei den anderen läuft. Kann der mich mal bitte fighten? Was macht der hier? Let's go! 188, weg mit dir! So nehme ich und nicht anders.
So, wartet mal kurz. Wie machen wir das? Wir hielen uns hier einmal kurz voll. Und dann müssen wir jetzt einmal kurz alles aus unserem Inventar hier entfernen, was wir nicht mehr brauchen. Wir gehen mal in den Cone kurz. Ich kann nicht sprinten. Ich schwöre, was eine Scheiße hat das erfunden. Ah, Bruder. Ich kann nicht laufen. Ach, rückwärts geht ja jetzt auch nicht mehr. Ah, cool. Cool. Oh mein Gott, was ist das? Ich bin Hacker. Ich sehe das Unmögliche. Ich sehe das Jenseits. Oh, Massigmo. Ich kann weder sliden, noch hüpfen, noch Wände editieren, keinen Boden platzieren. Wie soll ich hier hochkommen? Ich komme hier nicht hoch, ne? Ich meine das ernst. Ich will hier nicht hochkommen gerade. Warte, ich kann so machen. Ich kann jetzt gleich Pickaxe entfernen. Ich habe ja noch 20 Sekunden Zeit. Und dann bleibe ich erstmal auf Pickaxe. Solange ich kann. Solange kann ich ja noch Metz fahren. Checkt ihr, wie ich meine? Ich kann jetzt auch mit Impulsnade nicht rotieren, krass, weil ich kann nicht springen. Und noch nicht sliden. Das ist ja dumm. Impulsnade bringt mir gar nichts. Oh, warte mal. Irgendjemand hat mich gehört. Und dann ist einer, da ist einer. Okay, damit müssen wir jetzt einmal Token entfernen. Ich kann theoretisch die Sachen mitnehmen, aber ich kann sie nicht verwenden. Ich kann die Sachen mitnehmen, aber ich kann sie nicht verwenden. Wir müssen uns ein bisschen schlau anstellen. Okay, wir müssen einmal kurz hier die Pump verschießen. Wir brauchen einen neuen Schuss. Gib mir wieder Schuss. Oder ist 4 Maximum. Und wir schießen auch einmal hier kurz die MP. Und laden meine MP auch kurz nach. Let's go. Und in 20 Sekunden muss ich tatsächlich Scopen auch entfernen. Das heißt, ich muss auch mit der MP einfach so irgendwie hier reinschießen, ohne zu scopen. Das ist überhaupt nicht schwer, die Challenge. Die hole ich mir. So, pack mal die Karte mal schnell rein, komm. Schnell rein damit. Und rein damit. So, jetzt nur noch die Special mitnehmen wieder. Spitzhacke hier, okay. Spitzhacke entfernen. Ja, cool. Wir haben keine Spitzhacke. Oh, ich bin von der Spitzhacke weg. Ich hatte doch nur eine Mission, Bro. Ja, jetzt müssen wir ohne Messi rumlaufen. Egal, wir gehen einfach jetzt hier in die Karre rein. Okay, an der Stelle kann ich jetzt auch erstmal Scopen entfernen. Wo Scopen? Einfach jetzt irgendwie im Nirgendwo. Okay. So, wir haben zwar Medkits, wir können sie nicht verwenden, aber wir haben sie. Ich muss aber sagen, wir haben 3 Kills. Ich mag es zu bezweifeln, dass jemand es geschafft hat, mehr als 3 Kills zu holen. Nächste ist keine Cone verwenden. Das ist jetzt schon echt scarf, dann ist auch ein Gegner. Ich versuche mal jetzt echt einen zu pushen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, Freunde. Nach links moven, entfernen. Okay, ich sag ganz ehrlich, ist nicht so schlimm. Nach links moven ist nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Es wird Zeit, den nächsten Bein zu entfernen. Und dieses Mal ist es nicht mehr scopen. Ja, cool. Okay, muss nicht mehr scopen. Na bitte. Oh mein Gott, wir müssen weg. Bitte, ich habe Familie. Gibt's hier ein Auto? Okay, nice, wir haben ein Auto. Ich meine, für euch als Zuschauer mal ganz kurz, das sieht so aus, als würde ich einfach gerade unfassbar los sein. Aber ich drücke Tasten und es passiert nichts. Es fühlt sich an, als würde ich gerade nicht spielen. Das fühlt sich sehr fremd an, sage ich mal. Und da vorne ist einer. Okay, wir haben hier den nächsten Gegner. Wir müssen uns ranschleichen. Nein, der hat mich gesehen. Okay, er scheint nicht so gut zu sein. Wo ist meine Pump? Meine Pump ist auf der 4. Oh, oh. Wo ist meine MP? Meine MP? Ja, zum Glück sind die Gegner so schlecht gerade. Gib mir die Hyper-Maschinenpistole. Okay, ich mach das mal so hier. Warte mal, ich komme nicht raus. Ich komme gar nicht raus. Ich werde einfach in meinem Auto bleiben, sage ich. Also ich glaube, das ist die Taktik tatsächlich hier, um das Ganze hier mit nach Hause zu nehmen. Einfach im Auto bleiben. Dabei fahren kann ich ja noch. Und wenn es ein bisschen knifflig wird mit den Kurven, dann muss ich einfach hier so ein bisschen meine Maus drehen. So, wir müssen kurz rein. Was muss ich jetzt entfernen? Kein Boden. Okay, wir dürfen jetzt auch keinen Boden mehr verwenden. Aber der Boden war ja eh nicht mehr so wichtig. Ja, ist gut. In 40 Sekunden können wir dann tatsächlich auch die Pickaxe nicht mehr verwenden. Heißt, ich sollte einfach Noble spielen. Ich glaube, Noble ist einfach besser. So, es wird aber Zeit, den nächsten Bind zu ändern. Warte mal jetzt hier, Alter. Der nächste Bind wird geändert. Und dieses Mal ist es keine Cone verwenden. Ach, Bruder, leckt doch alles, ne? Nein, es ist schon wieder passiert. Ey, Bro. Oh mein Gott. Warte, ich habe eine Idee. Das war gerade smart, Alter. Five Fat Rubik's. Ich hab ne Idee, wir müssen mit dem Auto durch ihn fahren. Wir dürfen jetzt tatsächlich auch keine Pickaxe mehr verwenden. Er ist hier oben. Wir müssen jetzt irgendwie durch ihn fahren und ich darf nicht vergessen, meine Pump ist auf dem 4. Slot. Ich glaube, es wird mal Zeit, ein paar Leute hier zu überfahren. Was sagt ihr? Ich werde jetzt den überfahren. Hier ist doch irgendwo jemand gewesen gerade, oder nicht? Komm, Bro, ich überfahre dich. Wo ist der Sibi, Alter? Ich sehe keinen Gegner hier. Hier war doch gerade einer, er versteckt sich oder so. Naja, hier sind die Gegner, okay. Hier ist noch einer mit dem Auto. Was geht hier ab? Ey. Ey. Nein, ho! Nein! Wir müssen weg. 18 HP. So, okay, nächster Bind wird gerne, meine Freunde. Der nächste Bind ist... Oh mein Gott! Nein! Warte, ich kann gerade nicht ändern. Das tut mir leid. Nächster Bind, den ich ändern muss, ist kein Boden mehr. Okay, bauen tue ich ja gerade sowieso nicht. Von daher juckt es mich nicht, weg damit. Dann darf ich mich nicht mehr nach hinten bewegen. Und sprinten darf ich auch nicht mehr. Let's go. Und in 30 Sekunden darf ich auch nicht mehr springen. Und dann kommt irgendwann links move. Und das war's dann auch zum Glück. Ich meine, dann kann ich ja eh schon gefühlt gar nichts machen. Guck, wir können nicht nach hinten gehen. Let's go. Ich glaube, wir haben es bisher gut gemeistert. Wir fahren hier schön Slalom über die Map. Zum, oh mein Gott, wir haben keinen Treibstoff mehr gleich. Warte, ich brauche irgendwie Tank. Schnell. Bevor mein Tank leer geht, Bro. Ich darf das Auto nicht verlieren.
Ich kann nur noch Wände bauen und so hochgehen. Okay, und damit müssen wir jetzt auch Springen entfernen. Let's go. Wo ist Springen? Springen entfernen wir auch. Okay, wir haben die Tankstelle erreicht, meine Freunde. Let's go. Und während wir tanken, kann ich schön hier den nächsten Byte entfernen. Ich kann nicht stehen bleiben. Oh, wie mach ich das jetzt? Als nächster ist Springen dran. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Wieso rollt er weiter? Okay, ich hab's geschafft. Let's go. So, nächster Bein wird entfernt und das nächste ist... Zwei Inventarslots. Ach, Bruder, leck doch alles, ne? Warte, was behalte ich? Ich muss kurz aussteigen. In 30 Sekunden kann ich auch nicht mehr nach links moven. Dann war's das generell. Okay, hier kommen Gegner. Vier, wo ist die vier? Bitte, bitte. Das wäre der Rekord. Zwei. Ich kann nicht springen. Bitte. Ja, wir haben Kill geholt. Alles gut, wir können jetzt immer noch alle Waffen plus ein Healer verwenden. Das sollte doch klar gehen, Bro. So, jetzt sind noch 14 Leute. Ich muss noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen ändern. Die Dummelseele kommt durch einen Riss. Oh mein Gott, das brauche ich. Wenn ich das habe, gewinne ich. Wir müssen erstmal hier hin. Okay, und jetzt müssen wir nach links moven auch entfernen. Wo ist nach links moven? Relativ hier oben. Nach links moven. Okay, und jetzt haben wir erstmal alles entfernt. So können wir jetzt erstmal weiterspielen. Ich habe 3 Dashes, aber kann es nicht verwenden. Nennt man das einen eigenen Knockout? Ich muss wieder irgendwo campen. Und als nächster ist dran. Erste Inventarslot wegmachen. Erste Inventarslot. Okay, ich habe nur mehr Pumpgun, Chat. Nur mehr eine Pump. Ich habe keinen Cone und keine Bohnen bauen. Ja, ich bin tot. Ja! 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 Hier kommt noch einer. Bruder, wie viele sind hier? Ich krieg die Insel niemals. Und nein, ich muss den nächsten beiden entfernen jetzt. Wie lebe ich überhaupt noch? Wie habe ich überhaupt Kills gemacht, Digga? Das sind ja alles richtige Säcke. Ich bin nicht mehr vernünftig. Oh mein Gott, das ist noch einer. Also hätte ich jetzt hier noch einen Kill. Ich habe hier einfach eine Sichtbehinderung. Ich flieg los. Nein, ey. Ich bin oben. Wir müssen hier die Minis. Geht das? Ja, es geht. Ich kann nicht mal Bro, ich bin dead. Wortwörtlich eine goldene Prime-Flasche. Bro. Ich darf jetzt nichts Dummes machen. Nichts Unüberlegtes. Oh mein Gott, 30 Sekunden noch. Hier irgendwo ist auf jeden Fall ein Gegner. Ach, ich kann hier nicht hochspringen. Ey, ich habe noch nie sowas gespielt. Was ist das hier? Ich kann nichts machen. Wir haben die Miete schon. Ich kann nichts machen. Top 9 Situation. Ich muss mich irgendwo vercampen. Ich vercamp mich hier. Ein Investor-Slot entfernen. Ja, dann entferne ich 3. Kein Boden verwenden. Ich fasse jetzt nicht die Salami-Pizza mit Chili-Cheese-Soße. Kein Boden hier. Aber ich brauche auch keinen Boden. Ich muss nicht mal bauen. Ich spiele jetzt hier oben Bild. Wir brauchen den dritten Ballon. Wir müssen kurz warten, bis der dritte Ballon da ist. Wir können nicht nach links gehen. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Da oben ist irgendwo ein Gegner. Kann der dritte Ballon kommen? Wir haben es nicht hinbekommen, die Insel zu gewinnen, obwohl wir 2 Kills geholt haben. Also eigentlich hätte ich es verdient, aber es ist okay. Wir leben wenigstens. Wir müssen es so sehen. Bro, ich muss gleich Springen entfernen, ne? Springen. Das war's. Wir haben jetzt 11 Sachen gemacht. Und jetzt müssen wir die Runde so irgendwie gewinnen. Gerade sind wir Top 9. Oh. Nein, das ist unmöglich. Wie soll man das schaffen? Wir haben es tatsächlich geschafft, insgesamt 5 Kills zu holen und Top 9 zu kommen. Ich glaube, das hat kein anderer geschafft. Springen. Los, Leertaste. Hier, springen. Weg. Ich habe gleich gar nichts mehr, ne? Oh mein Gott. Impuls. Aber ich darf dich verwenden. Aber warte mal, wir machen so. Wir machen das weg. Und dann das da. Und dann gehen wir so. Voila. Haben wir hier unser Cheeseburger-Menü. Springen kann ich jetzt auch nicht mehr. Guck, hier, Leertaste geht nichts mehr, Alter. Ach, Inventarslot kann ich auch nicht wechseln. Ich war gerade auf dem Revolver, aber geht nicht. Okay, warte, vielleicht können wir da... Ah, wir können auch nicht anskommen. Bro, also ich bin wirklich maximal gehandicapt, ne? Ich schwöre es hier. Also, wenn ich die Runde wirklich gewinne, Bruder, bin ich der Heftigste. Seid mal ehrlich, Jungs. Das ist ja krank, wie gut ich mich schlage, Alter. 5 Kills sogar gemacht. So, jetzt haben wir hier wieder einen Wagen. Und ich steige kurz ein und wechsle direkt den nächsten Bind. Und zwar ist jetzt einfach editieren weg. Ja, cool. Ey, mir fehlen nur noch 3 Sachen. Dann habe ich es einfach geschafft, Bro. Alle 2 sogar nun. Oh mein Gott, aber Dooms auserwählt hast. Ach du Kacke, Bro. Ja, und ich bin wieder gegen Baum gefahren. Ja, geil. Und weil ich keinen Rückwärtsgang habe, kann ich hier nicht durch. Ja, geil. Ich will mal die Bäume wegschießen, Alter. Es kommt. Es kommt, Jungs. Oh mein Gott. Ich bin, glaube ich, dead. Ah, ich bin dead. Mein Herz. GG, Top 5. So, ich muss erstmal nicht mehr nachladen machen. Ich schaffe es, Top 4, Jungs. Jetzt mach ich hier, jetzt mach ich so. Jetzt chugge ich mich komplett. Zack, 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 zack. Jetzt wechsle ich wieder, zack. Und jetzt muss ich ausschießen. Und weil ich jetzt ja auch nicht mehr nachladen kann, muss ich die Waffe immer leer schießen. Ja, cool. Und jetzt gleich können wir auch keine Treppe mehr verwenden. Heißt nur noch Wände, Alter. Geil. Und das kann ich sogar jetzt direkt machen, weil die Minute jetzt sofort um ist. Ich mach's aber jetzt schon. Top 4 Situation, meine Freunde. Wir gewinnen das Baby jetzt. Ich kann es dann nur noch so bauen und kann mich auch nicht mehr rauseditieren und kann, ja,
Ich kann nicht mehr spielen, vernünftig. Oh mein Gott, Dr. Doom ist da. Oh mein Gott, da kann ich auch nicht mehr rausfahren. Und ich kann die Wall nicht begegnen. Okay, wir machen so. Und jetzt muss ich irgendwie rauskommen. Wir haben alles geschafft vor der Liste. Ich bin ein Macher. W in die Kommentare, Alter. W Rubik's in die Kommentare. Ich will nur die Kommentare voll damit sehen. Und wir fahren nach Zone. Bro, Dr. Doom, beruhigt mal deine Lage, Alter. Ich kann nicht fahren. Ich schwöre es dir. Es hat gegrieft. Ich kann nicht anvisieren. Ey, ist das unfair, ne? Was ist das denn? Egal, Top 4, ich bin zufrieden. Ich werde der Beste aus diesem Video gewesen sein. 100%. Wer das besser gemacht hat als ich gönne ihm